Mahlzeit, Freunde. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Aber gleich mal vorneweg, falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, den verlinke ich euch hier mal. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder bei unserem Schränkchen, unserem Restaurationsprojekt. Da haben wir im ersten Teil den Abbeizer aufgetragen und gehofft, dass der gut wirkt. Und jetzt sind wir hier wieder, 24 Stunden, ungefähr 24 Stunden später, 22, 23, 24 Stunden später, sowas in dem Dreh, haben das hier einwirken lassen mit einer Folie drüber, damit es optimal ansetzen kann, der Abbeizer. Und Leute, was soll ich sagen, ich war ja skeptisch, ob es wirkt, weil ich habe den Abbeizer schon mal ausprobiert bei einem anderen Lack. Da waren die Ergebnisse so mäßig. Aber hier, auch ohne die Folie jetzt entfernt zu haben, denke ich schon zu sehen, dass wir hier wirklich gute Ergebnisse erzielt haben. Ich würde sagen, wir machen einfach mal die Folie runter und gucken uns das Ganze genauer an. So Freunde, da ist es das gute Stück. Ich hole euch gleich mal ein bisschen näher ran, damit ihr auch noch mehr seht, damit ihr genau seht, wie das aussieht, wenn so ein Abbeizer gewirkt hat. Ich zeige euch jetzt erstmal kurz, was wir hier als nächstes brauchen. Hier habe ich jetzt einfach drei so verschiedene Spachtel. Dann hier so ein Farbschaber, ganz einfach eigentlich bloß ein Trapezklingehalter, so würde ich es jetzt bezeichnen. Und noch so ein kleiner Stechbeil, so ein kleiner Stemmeiser, ja, halt irgendwelche kleine Ecke oder so, falls man dann gut reinkommt. Und ja, Handschuhe natürlich wieder, Einweghandschuhe, Gummihandschuhe. Ganz wichtig. Jetzt werden wir uns das gleich hier nochmal genauer angucken. Und dann fangen wir an, einfach mal das abzunehmen, was sich da gelöst hat. Ja, wie schon erwähnt, ohne jetzt hier groß schon was ausprobiert zu haben oder hinzufassen, glaube ich, seht ihr selber schon. Ich blende euch hier mal kurz ein Bild ein, wie es vorher ausgesehen hat. Und ja, ich würde mal sagen, der Unterschied ist eindeutig, ne? Also ihr seht es hier, der Lack hat sich wirklich komplett gelöst. Der wirft hier solche Blase, ja, also der hat sich wirklich vom Holz getrennt. Der ist jetzt weich, so gummiartig. Ihr seht es, hier sind solche riesen Blase haben sich da gebildet. Ja, und ich denke, wir werden den Lack jetzt wirklich gut abnehmen können. Genau so soll das eigentlich aussehen. So soll ein Abbeizer wirken. Aber genaueres sehen wir gleich, wenn wir jetzt hier mal anfangen dran rumzuschrauben. Ich habe mir jetzt hier einfach irgend so eine kleine Karton genommen, wo wir gleich unseren Abtrag einfach reinstreichen können, oder ja, wo man das Zeug halt reintun. Ne? Ich nehme jetzt hier mal so einen mittelgroßen Spachtel und werde jetzt hier einfach mal anfangen. Ja? Also ihr seht, der Lack hat sich wirklich gelöst, zumindest die oberste Schicht. Wir werden gleich sehen, wie es hier weitergeht. So sieht es dann aus. Wirklich so eine gummiartige Konsistenz hat der Lack bekommen. Was ja eigentlich auch schon krass ist, ein Lack, der da jahrzehntelang drauf war, löst sich wirklich ab, wird gummiartig. Ja, es ist, so ein Abbeizer hat schon Vorteile. Ja, und ihr seht, wir kriege hier wirklich immer mehr runter. Ich bin jetzt mal gespannt, weil der Lack wirklich dick war und ich mir auch nicht sicher bin, ob unter dem Decklack noch ein anderer Lack war oder ob das ein Lack war, der sich jetzt gespalten hat. Wenn wir jetzt hier gleich sehen, ob wir wirklich alles schon bis aufs Holz gelöst haben oder ob wir eventuell nochmal mit dem Abbeizer drüber müssen. Aber bis jetzt bin ich wirklich eigentlich hier schon positiv überrascht.
Nehmen wir mal hier diesen Farbschaber, diese Klinge. Ja, und hier kommen wir schon sehr gut durch. Also hier sind wir wirklich, hier hat sich das wirklich bis aufs Holz gelöst. Aber bis jetzt wirklich freut mich das hier, wie sich das gelöst hat. Nachdem ich den Abheizer ausprobiert habe, an einem anderen Teil, wo der so gut wie gar nicht funktioniert hat, obwohl das ein ganz dünner Lack war, war eben scheinbar kein Lack, der auf den Abheizer hier anspricht, war ich ein bisschen enttäuscht, aber umso erfreuter bin ich jetzt hier, muss ich ehrlich sagen. Aber Leute, ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier auf der Oberseite weitermachen, weil da haben wir auch Abheizer aufgetragen, weil dann ist es nicht so tragisch, wenn man hier oben drauf fasst. Ich mache erstmal das hier oben sauber. So, ich mache jetzt mal hier kurz ein bisschen weiter und wir sehen uns gleich wieder. So Freunde, so sieht unser Schränkchen jetzt aus, nachdem der Arbeiter das erste Mal einwirken konnte und wir das ganze Zeug abgenommen haben. Ich bin auch wirklich bis jetzt eben wirklich positiv überrascht, ja, hat gut gewirkt das Zeug, bin zufrieden. Aber ich muss sagen, aber gut, das war mir eigentlich auch schon vorher klar, weil der Lack wirklich dick war. Es gibt überall an dem Schränkchen Stelle, wo entweder der Abheizer zu dünn aufgetragen war oder der Lack einfach zu dick war. Ja? Und deswegen werden wir jetzt auf das ganze Schränkchen nochmal eine dünne Schicht Abheizer auftragen. Diesmal nicht so dick wie im ersten Durchgang. Ich denke, da reicht eine dünne Schicht. Dann lassen wir das nochmal einwirken. Und dann sollte man wirklich alle Reste abnehmen können. Ja? Weil bevor ich das Ding jetzt hier anfange zu baden in Verdünnung, trage ich da lieber nochmal den Abheizer auf und dann denke ich, sollte es passen. Ja, vor allem, ihr braucht halt einfach Zeit, wenn ihr so ein Teil entlackt, ja, entfärbt. Egal, ob ihr es jetzt abbeizt, ablaubt oder die Farbe mechanisch entfernt, das kostet einfach Zeit, das ist einfach so. Und ist auch immer mit Dreck verbunden, egal wie ihr es macht. Ja, und deswegen, bevor wir jetzt hier halbe Sache machen und uns vielleicht noch Macke ins Holz hauen oder was weiß ich, tragen wir nochmal Abheizer auf, lass es nochmal einwirken einen Tag und dann soll die Sache gut sein. We'll be right back.
So, Freunde, wir lassen jetzt das Ganze hier nochmal gut einziehen, gut einwirken und dann sehen wir weiter. Jetzt geht es mal hier an unserem Restaurationsobjekt weiter, an unserem Schränkchen. Ja, was ich als letztes gemacht habe, war ja, oder besser gesagt, ich habe das Ding ja abgebeizt. Und weil nach dem ersten Abbeizerauftrag der Lack schon gut runterging, aber trotzdem noch kleine Flecke und so waren, habe ich ja nochmal dünnen Abbeizer aufgetragen, habe das nochmal einen Tag einwirken lassen. Und das habe ich jetzt schon mal abgenommen und das ganze Schränkchen kommt ein paar Tage lang trocknen. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, wie ich den zweiten Auftrag nochmal runtergekratzt habe, weil, wie gesagt, wie beim ersten, einfach mit dem Spachtel den Abbeizer runtergekratzt. Dann habe ich nochmal schnell drüber gewischt mit Spiritus und wie gesagt, das ganze paar Tage trocknen lassen, weil der Abbeizer macht ja natürlich das Holz auch ein bisschen feucht, konnte jetzt abtrocknen. Und hier die Leiste, die habe ich auch nochmal mit Abbeizer behandelt und das schon mal grob abgekratzt. Und auf jeden Fall, was ich jetzt heute vorhabe, ist mich mal ein bisschen um das Innenleber oder um die Einzelteile, könnte man sagen, vom Schränkchen zu kümmern. Also ich nehme jetzt gleich mal den Boden hier raus, die Türe will ich mal abnehmen, weil ihr seht ja, hier sind auch überall noch so Farbreste, ja, wo man bloß ordentlich hinkommt, wenn man das zerlegt. Ich denke, die Scheibe hier, die werde ich nicht rausnehmen. Das habe ich eigentlich alles gut so sauber gekriegt. Hier vielleicht die Kanten und die Ecke noch ein bisschen auskratzen. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an und nehmen das Ding mal so weit auseinander. Ja. Jo, machen wir als erstes mal das Einfachste. Der Einlegebode hier, wie der Name schon sagt, ist einfach nur reingelegt. Den gucke ich mir auch gleich nochmal genauer an. Aber legt man erstmal beiseite. So. Und jetzt, wenn man hier mal die Türe abschraube, sind einfach nur an jedem Scharnier zwei Schlitzschrauben auf der Türseite. Komme ich mit dem hier rein? Nee, der ist ein bisschen zu dick. Also normalerweise könnt ihr euch auch gleich mal merken, bei so einer Restauration natürlich immer so wenig wie möglich verändern bzw. auseinandernehmen. Also wenn ihr was nicht unbedingt demontieren müsst an eurem Objekt, dann macht es auch nicht. Ja, ich habe jetzt hier auch überlegt, mache ich die Türe ab, mache ich sie nicht ab. Aber wie gesagt, damit wir das alles gescheit bearbeiten können und da vernünftig dran kommen, habe ich mich jetzt entschieden, denke ich, ist es am schlauesten, die Türe abzunehmen. Aber die Scheibe, die bleibe eher wie gesagt drin. Weil ich meine, natürlich, wenn ihr das oft macht, wenn ihr da Erfahrung drin habt, wenn ihr das gut könnt, dann ist das eigentlich kein Problem. Aber gerade so als Anfänger ist halt das Problem, alles was ihr auseinandernehmt, kann sein, dass ihr das nicht mehr vernünftig zusammenbringt. Ich glaube, das kennt jeder, dass man irgendwas auseinanderbaut und merkt später, hoch. Ich krieg das ja gar nicht mehr zusammen. So, haben wir hier schon mal die erste Tür. Zweite folgt gleich. Jo, Freunde, das war schon wieder für den Teil hier. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Vergesst die Glocke nicht und bis zum nächsten Mal.